und willkommen zu unserem allerersten Workout unseres New Year Boosts. Und wer jetzt nicht weiß, um was es hier geht, der sollte sich am besten unser Erklärvideo angucken. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wir sind beim ersten Workout angekommen. Unser erstes Workout ist unser Fat Burner, also wirklich Fat Booster. Und wir haben 6 verschiedene Übungen, die machen wir 2-mal durch, nur kardiointensiv. Wärmt euch gut vorher auf. Ich verlinke euch nochmal unten in der Infobox ein Aufwärmvideo. Und unser Intervall ist 10 Sekunden Pause und 50 Sekunden Arbeit. Daniel macht die Nichtspringer und die Anfängervariante. Und ich mache mit euch richtig krass Jumping. Okay, es ist nur Cardio. Erste Übung sind Side Run, Side Touchdown. Daniel zeigt sie mal. Wir laufen seitlich und fassen seitlich runter. Seht ihr das? Genau. Okay, 10 Sekunden. I'm ready. Also ich habe deinen neuen Bodykissen, warte. Hochmotiviert. Okay, 3, 2, 1, go. Schnelle Füße, side touch. Touch. Und das ist Cardio. Wir machen 6 verschiedene Übungen 2-mal durch. Das heißt, es geht super schnell vorbei. Und ich möchte auch, dass ihr in den 50 Sekunden richtig an euer Limit kommt. Immer schön den Rücken gerade halten, seitlich runterpassen. 25 Sekunden. Damit's ja warm. Satt. Ich verteile gerade von meinen Schuhen hier direkt auf der Matte. Kann Daniel nachher wieder putzen. Aber unsere Matte ist hier abwaschbar. Also, no problem. Boah. 3, 2, boom. Nächste Übung. Half Burpee, Hand-to-Hand Jumps. Und wir steppen das Ganze. Genau. Ohne Liegestütz. Burpee down. Und hoch zur Hand. In die Mitte. Andere Seite. Mitte. Jump up. Und hoch. Und wieder runter. Mal links zuerst. Ich glaube, ich verteile gerade den gesamten Wald hier, weil ich war letztens joggen. Und sie kickt zu mir rüber. Ich glaub's nicht. Entschuldigung. Jump up. Wir haben noch 19 Sekunden. Links, rechts, Mitte. Jump, hochkommen. Dann wieder runter. Jump. Oh. Wir haben die One-Legged High Knees. Wir fangen an mit rechts, immer wieder rechts hochziehen. Rechts. Erst wenn ich Wechsel sage. Und ihr seht, sehr schön. Man kann das auch super aktiv machen, ohne springen. Seht ihr beim Daniel? Boah. Richtig heavy. Und wir wechseln. Oh, es zieht schon rein. Es zieht. Genau da sind wir, wo wir sein wollen. Aber jetzt sagt er, ist motiviert. Der kann noch mal richtig, richtig ans Limit gehen. 3. Oh. Und wir haben die nächste Übung. 10 Running Man und 2 Sprinter Tuck Jumps. Hitspringer machen nur den Running Man, aber nicht gesprungen, sondern gesteppt. Und 10, 2 Sprinter Tuck Jumps. Hoch, Wechsel, hoch. 8, 9, 10 und Jump, Wechsel, Jump. Wir haben noch 12 Sekunden. Ja, nicht aufgeben. Und nicht aufhören. Jump. Jump. Plank Jump-Ins. Mit 5
Star Jumps in der Plank. Runter. Jump in. Seht ihr deine Step-Das und raus. Und dann ist Step-Das auf. Und wir springen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ihr seht immer sehr schön, dann macht die Plank richtig schön sauber. Wenn ihr denkt, der Po geht zu weit hoch, lehnt euch ein bisschen weiter vor. Jump in, vorlehnen. Und wir haben so schön in unserer Bodykiss-Matte genau die Vorgabe. Beide Bodykiss-Matten-Inhaber, Hände hoch. Genau auf unsere Hamsa-Hand. Nächste Übung. Plank in and out haben wir. Letzte Übung für die erste Runde. 5 Hampelmänner, Half Burpee, Donkey Kick. Also, 2, 3, 4, 5. Wir gehen runter. Donkey Kick oder Dali macht die, wie soll ich es nennen, die Stretch-Ups. 5, runter. Kick und hoch. Oh, die ist runter hoch. Oh, das ist schön. Aber genau das verbrennt auch richtig viel. Touch, genau. Jeder kennt's. Schnelle Beine, Hände mitnehmen, Rücken gerade, wenn ihr zur Seite runterfasst. Schön die Bauchmuskeln aktivieren, runtergreifen. Wir greifen schön runter. Und ihr seht, ich mache ganz leise Schritte. Und immer bis zum Boden, eure Fingerspitze fasst den Boden an. Hälfte schon vorbei, ja? Genau. Das geht so schnell. Aber am Ende werdet ihr so glücklich sein, dass es durchgezogen hat. 10 Sekunden. Die Übung kommt nicht nochmal. Touch. 5 Sekunden. Touch. Touch. Oh. Half Burpee. Hand-to-hand Jumps. Puh. Noch nie so schnell 10 Sekunden gehabt. Jump, jump, hochkommen. Und schön großer Strecksprung. Oder wie Daniel es macht, aktiv hochkommen und schnell wieder runter. Abfedern, wenn ihr landet. Running Man, 10 Running Mans, 2 Sprinter, Touch Jumps.
Sprinter, Springer, zwei Touch-Jumps im Sprinter-Mode. Beide auseinander, Jump, Wechsel, Jump. Immer mal das vordere Bein wechseln, sonst werden es Sprinter-Touch-Jumps. Ihr seht, dann macht das schön, richtig mit Power nach vorne, genauso wie ich sehe. Oh. Da kommen wieder Töne aus mir. Das ist normal. Genauso ist HIT. Oh. Plank Jump in. 5 Star Jumps. Runter. Bereit machen. Jump in. Zurück. Nach vorne lehnen. 5 Star Jumps. Und wieder von vorne. Jump in, raus. Po nicht zu weit hochwandern lassen. Schön runterkommen. Wir ziehen. Wir ziehen, die Springer und ich. Die Nicht-Springer und Daniel. Leidet mit mir. Fünf Hampelmänner. Runterkommen in den Half Burpee. Donkey Kick. Okay. 5. Jump. Donkey. Hoch. Hab immer eine schöne sichere Matte hierbei. Weil sie soll nicht rutschen. Seht ihr das? Unsere bleibt genau da, wo sie sein soll. Nichts auseinander. Nichts fusseln. Lieber auf dem Boden. Ja, lieber auf dem Boden. Und dann sagen, okay, ich kann das auch am Boden, anstatt eine fliegende Matte. Letzte Übung. 15 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, runter. Wieder hoch. 5, 6, kick. Boah. Und geschafft. Sehr schön. Bam. Und wenn ihr noch gesunde Rezepte sucht, kommt auf den Bodyfood-Kanal für unsere Boost-Woche. Und weitergehende Workouts, genau solche, gibt es in unserem neuen Body Shape New Year Booster-Programm. Tschüss. Ciao.